Ich glaube, diesen Flug hätte ein Mensch nicht so gut vertragen. Ja, ich konnte diese Humanoiden die noch nie leiden. Die Testsubjekte forderten für den nächsten Test Helme, um Hirnverletzungen vorzubeugen. Ich wählte die kostengünstigere Variante, tödliche Schmiere. Hirn, was ist Hirn? So, da ist die Brücke, da ist ein ORW. Aua! Okay. Deswegen Helm. Ja. Ich hab noch keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Lass mal gucken. Ach, hier. Ah, okay. Guck mal. Ich guck gleich. Ja. So. Da haben wir was. Da haben wir was. Ups. Ey! Gucken wir das gerade an, was macht er auch nicht hier irgendwo? Das super. Nee, also das passt schon mal ideal. Nein, also da müssen wir hier diesen Hopser nehmen und dann damit hopsen, glaube ich. Muss das nochmal tauschen? Dass man sich da erstmal umguckt. Ups. Okay, da ist ein Portal. Da können wir ein Portal hinknallen. Warte mal. Das ist auf jeden Fall eine weiße Wand. Das heißt, du müsstest da jetzt einmal hochhopsen. Irgendeinen hinschießen. Ja, da ein rotes wäre sinnvoll, weil dann haben wir den gelben schon. Genau. Jetzt so. Machst du den weg und dann wieder hin und dann bin ich auch da. Na dann komm. Ich sehe nur nicht, wann ich schießen muss. Das ist das Problem. Passt. Alles gut. Alles gut. Alles passt. So. Jetzt müssen wir in die Richtung weiter. Ich muss hier unten bloß, wo du gerade stehst, erwacht jetzt umschießen. Wenn du rechts von dir auf die Rampe springst. So. Schon gedacht, ich müsste mir jetzt von da auch eine Lösung überlegen. War jetzt ein bisschen simpel, ne? Ja, fand ich jetzt auch irgendwie. Hat man angefangen, kompliziert zu denken und dann. Aber uns wird das noch früher oder später das Genick brechen. Das sowieso. Einfach so, weil ich es kann. Hat keinen Sinn, aber einfach so, weil ich es kann. Ja. Ich glaube, da musst du jetzt erstmal fliegen. Du darfst erstmal über die Rampe. Na gut, schieß mich weg. Aua! Erstmal Kopf gestoßen. Au! So. So. Nee, das reicht nicht. Also falls du noch nicht wusstest, ne, wenn du mich mal nicht sehen solltest, kannst du mit Tabulator-Taste meine Sicht angucken. Das habe ich dir in zwei Folgen, drei Folgen vorher schon gesagt. Okay, dann weiß ich das jetzt. Funktioniert. Gut. Was? Pling, pling, pling. Nix. Gar nichts, ich wollte nur mal, dass du dich umdrehst. Dreh mich dann nicht um, nur weil du das nicht willst. Dadurch kann ich nicht schießen. Vielleicht muss ich jetzt die Rampe dir ändern oder so? Muss ich jetzt vielleicht... Also das ist... Ach, das ist wieder mit Fallen, glaube ich. Muss man wieder irgendwo fallen, meine ich. Warte. Achso, nee, wenn ich hier durchfalle, dann geht das ja nicht. Warte, jetzt... Ja, du kannst nicht. Ich muss das machen. Ja, aber du kannst jetzt da nicht ein Portal hinpacken. Nee. Wir müssen irgendwo anders im Portal hin.
Wir müssen nach oben. Hm. Kann ich da. Oh. Okay. Du wolltest also einmal eine Generalüberholung. Du, das kannst du aber auch anders haben. Da musst du dich jetzt nicht erst schreddern lassen. Ich bin da zu weit an die Kante gelaufen. Ich wurde immer gewarnt, dass ich das nicht machen soll. Nee, da durchschießen geht nicht. Nee. Hab ich schon gemerkt. Guten Tag. Sir? Hallo? Und einfach mal gucken, ob ich von hier eine andere Perspektive. Ach, genau, das funktioniert. Weil jetzt kommst du nämlich hier hin. Du musst einmal da ein Portal entschließen, glaube ich. So, jetzt müsstest du einmal hier zu mir kommen. Nee, warte. Ist egal, komm mal hier hin, weil ich hatte jetzt überlegt, dass man dann da irgendwie was machen kann, um hier nach oben zu kommen, aber. Da müssen wir jetzt. Welchen darf ich jetzt schießen? Den roten. So, wir gehen mal zurück. Achso. Du hättest zuerst fliegen müssen. Aua. Stimmt, das ist ja kein Portal. Okay. Das heißt, wie haben wir das jetzt gemacht? Warte. Ja. Ich muss zurück. Nee, warte, das geht doch bestimmt auch anders. Ich kann doch... Nee, schieß nochmal dahin. Kann doch das jetzt nehmen. Nee, das bringt aber jetzt nichts, weil ich muss ja... Warum hast du denn jetzt dich suizidiert? Hab ich nicht, das war eine Generalüberholung. Ach, schon wieder. Man hat immer das gleiche. Genau. So, machen wir das nochmal. Ladies first. Das soll jetzt gehen. Oh. Ja. Na gut. So, der. Ja. Jetzt müssen wir aber den Teleportersprung von wo du jetzt warst. Nee, jetzt. Okay, war doch ziemlich doof, wenn ich jetzt. Genau, so weil wir hätten den Teleporter Hobson nämlich nutzen müssen. Weil wir müssen ja von da. Da reinhopsen und dann ja. Kommt man darüber. Das ist so lustig, wie du überall hinzeigst. Also wir müssen von da nach da und dann da. Hier ist doch richtig. Wie soll ich denn sonst mein da begreiflich machen? Außerdem habe ich das so in der Programmiersprache gelernt. Niederrangige Lebewesen immer mit ausgestrecktem Arm zeigen, wo er was zu tun hat. Dann müssen wir da einsetzen, dann müssen wir da einsetzen und da und da und da und da. So, jetzt, dann, mach. So, ich habe mich jetzt zurück. So, setz mich jetzt hier hin. Und wieder zu den Anfängen. Okay. Jetzt müssen wir uns aber trotzdem mal eben kurz überlegen, wer in welcher Reihenfolge, weil eins du, eins ich. So, komm, wir müssen jetzt nochmal richtig machen. Du jumpst da einmal durch. So, eins, zwei. Damit du da oben drauf bist. Ja, aber du darfst hier nicht beide sitzen, meine ich. Oder? Warte. Na doch, du musst jetzt einmal da reinfliegen, genau. Nee, ich muss das Gelbe sehen. Ich meine, der hier durchspringt, ist der das erste Gelbe gesetzt hat. Weil der kann dann nachher nichts mehr ändern. Ach nee, wenn du hier durchhoppst, ist das Gelbe ja weg. Aber diesen Schritt hätten wir gar nicht machen müssen, sehe ich gerade.
Setz mal da bitte einen hin. Und da einen hin. Okay, ich habe gerade gesehen, rechts hätten wir auch noch ein Ding gehabt, aber okay. Gar nicht gesehen. So, wir müssen da reinfliegen. Nee, kannst du dir zum Start gehen? Du darfst springen. So. Du bist einmal rüber geflogen. Jetzt nehme ich. Ach genau, jetzt musst du da das Rote machen. Aber wie nee, ich muss erst. Ich muss erst zu dir rüber. Dann, nee, dann ist dein Gelbes weg. Denn ja, das geht auf gar keinen Fall. Du musst jetzt. Setz mal. Nee, wenn du da deins hinmachst. Nee, dann wirst du. Nee, das passt nicht. Ach, warte. Nee, das geht auch nicht. Ich überlege gerade an, da wo dein Gelbes ist, da muss von mir ein Portal hin. Der erste, der hier oben ist, muss da, wo du jetzt hattest, ein Portal hinmachen. Ich komme da so ein bisschen durcheinander, ist, dass immer man die Perspektiven wechselt, wenn man woanders steht. Das ist für mich so ganz schwierig. Das ist wirklich nicht so einfach. So. Ich will nicht brutzeln. Na, ist egal. Gehe ich den nicht. Mal, wenn du jetzt hier ein Portal, wenn so. Du das jetzt wechselst, das ist doch. Nein, deswegen, der jetzt hier das Portal als erstes setzt, der muss da das Portal setzen. Aber. Und den Weg dahin, den müssen wir dann jetzt irgendwie anders gestalten. Na, weil den Weg hier, den brauchen wir dann nicht. Das heißt, wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir da jetzt? Also, wir fliegen beide. Zack, zack. Wir müssen beide dahin. Ja, aber nicht dadurch. Nicht dadurch. Hierdurch muss nur einer. Und der zweite muss dann das Portal von hier nehmen. Also ich bin der Meinung, wir müssen beide dadurch. Weil einer muss den Rückweg hier sichern mit den ganzen Dingern. Und der andere muss mitkommen, weil er da oben das Portal setzen muss. Und dann am Ende da hinsetzen muss. Ja, dann sag mal, wo was hin muss. So, wir müssen jetzt. Du bleibst da unten stehen? Ja. Erstmal. So, du darfst schon mal fliegen. Nee, noch nicht fliegen. Ich möchte es zurück. Jetzt darfst du fliegen. So. Ich setze jetzt mein Portal hier hin. Und du musst jetzt für uns nach unten den Weg sorgen. Ja, das. Hä? Okay. Ja, du setzt da wieder einen hin. Ja, nee, okay. Okay. Habe ich verstanden, was du wolltest. So, ich bin da. Jetzt kannst du. Naja. Wir können eigentlich hier stehen bleiben. Und du kannst einen Türkisen. Dahin schießen. So, dann schieße ich den dahin und du fliegst wieder zuerst. Glückwunsch. Aber nicht schwer, hat auch nur 10 Sekunden. Frage mal ganz einfach. Damit alles noch aufregender wird. Bat ich die Remontageeinheit, euch nicht neu zu montieren. Sie lehnte ab. Verständlich. Das wäre, als würde man mich bitten, mit dem Testen aufzuhören. Ja. Es wäre dennoch aufregend gewesen. Was? Wäre aufregend gewesen.